Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kuhmarkassen TV, powered by Poof. Da wird jetzt das U auch einfach lang gestretched, oder was? Okay. Gut zu wissen, alles gut. Alles gut. So, folgendes. Spinde zum Mieten wäre toll. Was? Spinde zum Mieten wäre toll. www.spindemieten.info Ich weiß, ich habe das noch nie gehört. Kann man Spinde mieten in anderen Studios? Echt? Also noch nie, ohne Witz, das gibt's, noch nie gehört. Ja, also es gibt es wirklich teilweise, dass Fitnessstudios das anbieten, dass eben Leute wirklich einen eigenen Spind mieten können. Ist jetzt eigentlich eher weniger eine Sache von, es gibt keine Spinde, sondern die Leute wollen halt einfach ihr Zeug da lassen. Okay. Ja, okay. Habe ich noch nie gehört, liegt aber zu 100% an mir. Also ich komme halt einfach nicht rum, ich komme nicht aus dem Haus. Können wir gerne machen. Mietpreis beträgt 1000 Euro pro Tag. Mindestens, weil dann, ja, dann ist so ein Kabelzug auch kein Problem. Und eventuell können wir dann sogar ein paar Duscharmaturen tauschen. Ja, nee, also ich habe da, ohne Witz, ich bin eine der wenigen Male, glaube ich, sprachlos. Ich habe da nichts dazu zu sagen, weil ich habe das noch nie in meinem Leben gehört. Ja, also wir haben ja an unseren Spinden dranhängen, dass eine Dauerbelegung nicht erwünscht ist. Ja. Man muss halt auch dazu sagen, wenn man eben so eine Spind-Miet-Geschichte macht, dann ist halt dieser eine Spind wirklich komplett belegt, für immer. So, das ist halt eine schwierige Sache, wenn es mal bei uns eine Stoßzeit ist. Ist halt die Frage, ob man das unbedingt machen muss, dass man sein Zeug hier drin bunkert oder ob es einfach nur eine Convenience-Sache ist einfach. Und da wir aber, also der lag zum Beispiel auch bei den Mädels drin, soweit ich mich erinnere. Und gerade bei den Mädels ist es ein bisschen spärlich eingerichtet mit den Spinden. Ja, also wir haben da ein paar Spinde sozusagen auch geopfert, um, ich glaube, den Spiegelbereich und so weiter noch hinzukriegen. Wir mussten da ja auch ein bisschen ums Eck arbeiten mit dem Waschbecken und so. Also wir haben da einfach ein bisschen ein Platzproblem gekriegt, weil wir diese Kabine selbst reinziehen mussten. Ja, hier, der Platz war irgendwie schon vorhanden, Wand davor und gut ist, aber die Frauenkabine zum Beispiel ist komplett selber reingezogen. Und natürlich ist es ist immer eine Convenience-Sache. Ja, und ich sag's mal so, das Problem, das ich jetzt eher sehe, ist, dass das jetzt vielleicht noch geht, wo wir noch nicht so viele Mitglieder haben, aber tatsächlich, wann kommt dann der Zeitpunkt, wo du vielleicht sagen musst, jetzt geht's leider nicht mehr, und wenn du dann das irgendwie eine Zeit lang möglich gemacht hast und dann irgendwann musst du sagen, jetzt aber nicht mehr, ja, dann ist man auch wieder pissig, nehme ich mal an, und ja. Zu Recht, und deswegen, ja, genau. Ich könnte echt drüber reden, also wenn es zwei, drei Leute sind, dann kann man das schon machen. Und der vierte sagt, warum ich nicht? Ja, man kann, ja, aber das ist ja wie bei Parkplätzen, Reservierungen und sowas, ist ja auch so. First Surf, so. Okay. Genau, also da kann man ja dann auch über Warteliste oder sowas arbeiten. Ich persönlich könnte das zum Beispiel bei den Männern kann man das machen, bei den Mädels kann man auch zwei, drei Spinde machen vielleicht. Wenn da wirklich der Bedarf da ist, dann könnt ihr das mal unten einfach reinschreiben. Und dann können wir da nochmal intern drüber diskutieren, dass wir das vielleicht ermöglichen. Wer weiß.